Die Bahnunterführung bei der Haltestelle Riedenburg, die Riedergasse und die Prälatendammstraße. Das sind nur drei Beispiele in Bregenz, die alle eines gemeinsam haben. Verkehrsschilder werden von den Autofahrern einfach übersehen. Vizebürgermeisterin Sandra Schoch, trotz regelmäßiger Kontrollen der Stadtpolizei missachten die Lenker an gewissen Stellen in der Stadt die Verkehrsregeln. Wie sehen Sie die Verkehrsmoral der Bregenzer? An allen neuralgischen Punkten, an denen mehr Menschen zusammentreffen, gibt es natürlich gehäuftes Konfliktpotenzial. Trotzdem ist es so, dass es eine Minderheit der Menschen ist, die sich nicht im sozialen System an die Regeln hält. Und das können wir auch deutlich belegen, weil wir die Unfallhäufigkeit in Bregenz regelmäßig erheben und hier kein Zuwachs zu verzeichnen ist, sondern im Gegenteil, die Unfallzahlen gehen immer mehr zurück. Im neuen Verkehrskonzept sollen die Straßen ja freundlicher für Radfahrer und Öffis werden, also noch autounfreundlicher. Was glauben Sie, wie wird sich das auf die Verkehrsmoral auswirken der Autofahrer? Beim neuen Verkehrskonzept von Bregenz geht es um die gleichberechtigte Teilhabe von Fußgängern, Radfahrern, öffentlicher Verkehr und Autofahrern. Das bedeutet, es geht nicht um eine Benachteiligung einer Zielgruppe oder eine Bevorzugung einer Zielgruppe, sondern es geht darum, dass selbstbestimmt aufeinander Rücksicht genommen wird. Und das trauen wir erwachsenen Menschen zu. Okay. Was glauben Sie, was werden die Auswirkungen auf den Autoverkehr werden? Also wir haben in Bregenz derzeit die Situation, dass immer mehr Menschen umsteigen auf Fußgänger oder auf Radfahren, 50%, Tendenz steigend. Das heißt, jeder, der jetzt noch mit dem Auto unterwegs ist, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit morgen Fußgänger oder Radfahrer.